Ja, und hallo zurück zu einer neuen Folge Disney's Dreamlight Valley. Ja, mea culpa, ich habe leider verschwitzt durch das Mittelalter-Event und dadurch, dass ich viel Star Stable fertig gelevelt habe, dass ich vergessen habe, die Dreamlight-Folge zu machen. Ja, dafür kommt dann diese Woche halt mal zwei Folgen, also jetzt am Montag und am Donnerstag werde ich dann die nächste Folge hochladen. Ja, wir waren das letzte Mal auf der Insel der Ewigkeit stehen geblieben, wo wir mit den Leuten geredet haben, also mit Rapunzel und Gaston. Jetzt müssen wir mit Eve und Mickey reden. Und das werden wir jetzt als nächstes machen. Wo ist denn die... Da kommt die liebe Eve. Dann gehen wir erst zur lieben Eve. Ja. Ich fahr ab. Ja. Scar will ich. Lass mich raten. Sie ist wieder im Himmel. Okay, dass sie jetzt beide da beieinander standen. Eve, komm runter! Hi, Eve! Aufgabe, Wally. Geht es dir gut, Eve? Ich brauche deine Hilfe, aber wenn etwas nicht stimmt, warum bringen wir das nicht zuerst in Ordnung? Aufgabe? Du zeigst auf die uralten Ruinen auf den Docks. Willst du, dass ich dich dort treffe? Eve, ist es das, was du mir sagen willst? Bestätigen ist digitales Piepsen. Gut, okay, Eve. Ich treffe dich da. So, das heißt, wir gehen jetzt in die Ruinen. Da ist sie ja. Naja, also jetzt die Woche hat mich jetzt wirklich gefesselt. Ich habe zwar jetzt paar Tage Überstunden frei gehabt. Jetzt habe ich erstmal Urlaub. Hab mich gefesselt gehabt, dass die in Star Sable halt mit dem Leveln wieder. Oh, da ist ein Riss. Das Mittelalterfest, da bin ich mal sowieso gespannt, wie es nächste jetzt die Woche weitergeht. So, hallo Eve. Name? Oh, das wolltest du mir also zeigen. Ja, das ist wirklich ein Zeitriss. Ich brauche deine Hilfe, um ihn zu schließen, Eve. Kannst du deine Vorstellungskraft benutzen? Ich bin mal gespannt, was die sich unter Vorstellungskraft jetzt... Was die da für sich vorstellen kann. Eve ist ja ein Hochleistungsroboter. Also, die dürfte ja eigentlich so eine hohe KI haben. Erst, sie hat sich was vorstellen kann, weil sie hat sich ja, in Anführungszeichen, in Wally auch später verliebt. Die mögen sich beide. Bin ich mal gespannt. Seufz. Du hast keine große Vorstellungskraft? Was wäre, wenn wir um Hilfe bitten würden? Ich weiß nicht. Wally scheint eine große Forschungskraft zu haben. Oh ja, der kleine Kerl. Aber wenn man bedenkt, wenn man die Hintergrundgeschichte mal ein bisschen bedenkt, ist Wally ja richtig alt. Der ist ja mehrere hundert Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, der geht sogar schon in die 1000 rein, wenn ich mich nicht täusche. Wally! Ja, das heißt, wir gehen jetzt Wally suchen. Das heißt, wir gehen wieder raus aus der den Katakomben. Okay. So, wo ist denn der gute Wally? So, ich benutze hier auch absichtlich wo ist denn der Kleine? Ach, da, ganz da hinten. Ich benutze aber auch absichtlich jetzt hier das Surfbrett, weil ich muss Energie runterkriegen. Wir sind immer noch im Sommer-Event und ich muss Energie verbrauchen. Ich müsste eigentlich mal hier nochmal aufräumen. Ich habe ja erst letztens komplett aufgeräumt gehabt. So, ist der immer noch da in der Richtung oder kommt er mir entgegen? Er ist da oben. Und ich muss Energie verbrauchen, damit ich futtern kann. So, hier war er. Ne, da rechts. Hallöchen. Oh.
Sag mal, Wally, Eve und ich brauchen etwas Hilfe. Wir müssen etwas mit an unserer Vorstellungskraft erschaffen. Aber Eve ist nicht sehr einfallsreich. Oh. Wally. Wally hat eine Lösung. Was ist das? Ein alter Filmprojektor? Nein, das ist kein alter Filmprojektor. Das ist eine Kamera. Das stimmt nicht. Das ist eine tolle Idee, Wally. Wir könnten einen Film machen. Ich gehe zurück zu Eve und frage sie, was sie für einen Film machen will. Wuhu! Das ist eine Kamera. Ein Filmprojektor hat nicht so eine große Linse. Siehst du das, Eve? Oh, Wally hat eine tolle Idee. Wir könnten einen Film machen. Ich kann ein paar Fotos von dir und Wally auf der Insel machen und damit eine Filmrolle erstellen. Okay. Also, wenn es sich um ein Smartphone handelt, brauchen wir die Filmkamera nicht, ne? Nur so mal als Hinweis. Wird nur schwierig, die auf Filmrolle zu bringen. Ja, aber gut, wir wissen ja mit Dreamlight. Naja, wie gesagt, beziehungsweise auf der Insel der Ewigkeit. Das gehört ja dazu. Dann können wir ihn gemeinsam anschauen. Juhu, fröhlich digitales Piepsen. Wer sagt, dass Roboter ihre Forschungskraft nicht nutzen können? Okay. Okay, Wallys Haus, dafür müssen wir zurück ins Tal. Der steht auf der sonnigen Ebene. Dann gehen wir da erstmal hin. Dann müssen wir uns porten, da kommen wir nicht drum rum. Boah, was ist das? Die Melodie bekommt aber nicht bekannt vor. Können wir denn. Ja. Sehr schön. Wie viel habe ich denn eigentlich noch? Dorf. Ah, Halbzeit. Sehr schön. Geht ja zum Glück noch bis zum 27. das Event. Und er hat natürlich den Hut. Naja, stimmt. Er hat ja den Hut. Die zwei am Tanzen. Kommt, die beiden Hübschen. So, das müsste eins gewesen sein. Ja. So, die anderen beiden machen wir an den Docks. Da ist ja zum Glück Eves Raumschiff, das habe ich ja nicht wegbewegt. Oh je, eine Nervensäge. Komm, verkrümmel dich. Nur, dass du's weißt, ich habe eine neue Jetzt habe ich den Ohrwurm. Oh, warte mal. Gott, diese Schilder werde ich hier ständig noch finden. Ich habe die komplett vergessen gehabt. Aber gut, spätestens wenn ich mal hier umbaue. Da sind die beiden. Okay, dann mal bitte alle Mitarbeiter aufs Bild. Hallo, Eve. Ja gut, ist egal. Müsste reichen, oder? So, dann gehen wir noch in den Ruin, in die Ruinen. Die sind da hinten bestimmt auch. Yep. An dem Riss. Okay, das dürfte gereicht haben. Ah, oh, jetzt muss ich da wieder raus. Zum Glück habe ich mir eine Werkbank. Obwohl, brauche ich gar nicht. Ich gehe zum Onkel Dagobert. Muss nicht aufstellen. Dann gehen wir zu Onkel Dagobert. Hier ist ja richtig Full House hier. So, funktionelle Gegenstände, Filmrolle. Oh, danke, dass ich Plastikschrott dafür benutzen muss. Ist ja nicht so, dass ich da kaum was von habe. Aber ich muss echt mal hier mehr. Oh, hi Eve. Bitte sehr, Eve. Mich jetzt echt verfolgt? Okay, Eve.
Jetzt musst du nur noch den Projektor und die Filmrolle in den Riss werfen. Aufgabe. Los geht's. So, da la, ab die Post. Komm, Yves. Wir schließen Risse. So, auf ihn. Aufgabe. Wirf den Projektor in den Zeitriss. Ha. Bim. Hast du das gesehen, Yves? Es hat geklappt. Der Zeitriss hat sich geschlossen. Du hast wirklich eine tolle Forschungskraft. Juhu. So, jetzt können wir die nächste Aufgabe annehmen. Ich hoffe, er schaltet wieder zurück um. Nein, macht er natürlich nicht. Aktive Aufgabe. Jetzt müssen wir mit Mickey sprechen. So, mal sehen, wo der gute Mickey sich rumtreibt. Wäre sehr schön. Da oben. Ja, komm, dann porten wir uns doch mal. Ich bin immer länger in diesem komischen schwarz-weißen Ort. Es macht mir langsam Angst. Mach dir keine Sorgen, Mickey. Ich weiß, wie wir das alles in Ordnung bringen können. Aber ich brauche deine Hilfe. Was immer du brauchst, Anna, sag es mir einfach. Wir müssen unsere Forschungskraft nutzen, um einige der Risse auf der Insel zu schließen. Wirklich? Ich habe gerade gesehen, wie sich ein Riss geöffnet hat. Das ist perfekt. Zeig mir, wo er ist. Claro, folg mir. Danke, Kumpel. Es un hermoso día. So sonnig. Ja, Mirabel. Aha, hier hinten. Jetzt bin ich mal gespannt, was Mickey von uns will. Da ist er. Komm, Mickey. Und wieder zurückverwandelt. So, Tee. Da ist er, ein riesiger Zeitriss. Genau wie du es dir gewünscht hast. Wie sollen wir ihn schließen? Merlin sagte, dass wir die Kraft unserer Folgungskraft nutzen müssen. Das hört sich so an, als müssten wir beide etwas Kreatives herstellen und es hineinwerfen. Aber was sollen wir herstellen? Donnerwetter, das ist eine gute Frage. Magenknurren. Ich schätze, ich habe vergessen zu frühstücken. Ich könnte jetzt wirklich einen Hotdog vertragen. Oh ja, ein Hotdog wäre jetzt eine gute Idee. Kochen ist doch ziemlich kreativ, oder? Warum machen wir nicht ein paar Hotdogs und werfen sie hinein? Nein, warte. Wenn es um Forschungskraft geht, dann müssen wir größer denken. Warum machen wir nicht einen Hotdog-Wagen? Ich werde ein paar Pläne entwerfen. Kannst du die Materialien besorgen, die wir brauchen? Hört sich gut an. Aber woraus soll er hergestellt werden? Oh, ich bin sicher, dass es hier auf der Insel einiges zu finden gibt. Ja, da hast du recht. Vielleicht fange ich mit ein paar Messing- und Bronzebarren an. Bis bald! So wie es scheinen wir aber genug zu haben. Stellen wir mal hier den die Werkbank hin. So, wo ist er denn? Wie viel haben wir denn von den Möbeln? Da ist er nicht. Hier. Hotdog-Wagen. Was brauchst du denn? Ja, gut. Machen wir den. So, packen wir dich wieder ein. So, bitte sehr, Mickey. Und das war ja die einfachste Aufgabe. Und ich glaube, da werden wir nicht lange mit brauchen hier. Das sieht ja toll aus. Es fehlt nur noch eine Sache. Oh wei. Die Hot Dogs! Ich schätze mal, kein Hotdog-Wagen ohne Hot Dogs haben. Aber wie es der Zufall so will, habe ich ein ziemlich gutes Rezept dafür. Gut, dass wir bei Miremi in der Nähe sind. Und hey, als ich in diese komischen Schwarz-Weiß-Feld gebracht wurde, habe ich diese tolle scharfe Soße gefunden, die du verwenden kannst. Ich fange sofort an zu kochen. Okay, die sieht natürlich sehr interessant aus. Das heißt aber, wir gehen extra zum Remy und werden uns mal genüsslich tun. So, K.
Cartoon-Hund. Wie viel braucht. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel braucht. Wie viel brauchen. Zwei, okay. Eins. Ah. Hätte ich auch sehr sehen können an der Soße. Na, der sieht ja interessant aus. So völlig ohne Farbe. Okay, das war jetzt... Ah, weil ich das erste Mal gemacht habe. Okay, deswegen hat er das angezeigt. Weil eigentlich habe ich das ja deaktiviert, dass der da in diesen Modus verfällt, dass der jedes Mal Remis anzeigt mit dem Essen. Das ist eine der guten, nützlichen Sachen, weil das hat doch manchmal genervt. Hotdog? Das sind aber tolle Hotdogs, Senna. Ich lege sie in den Hotdog-Wagen. Tada! Jetzt... gibt es nur noch eines zu tun. Treffen wir uns am Riss. Bis bald. Ja, dann gehen wir mal zu dem Riss zurück. So, einmal Gas geben. Und wenn es so weitergeht, haben wir dann den nächsten. So, nein, nee, oder? Wir müssen noch Mickey warten. Na toll. Dann essen wir noch was dazwischen. Perfekt. So, jetzt haben wir noch ein paar. Jetzt haben wir 14 von denen gefuttert. Tja, da wären wir. Was machen wir jetzt? Wir müssen den Hotdog-Wagen in den Riss werfen. Oh, wirklich? Nach allem, was wir getan haben, um ihn herzustellen? Man muss Opfer bringen. Nun, wenn es hilft, die Insel der Ewigkeit zu retten, mache ich es. Bäm. Wow, hast du das gesehen? Sobald ich den Hotdog-Wagen hineingeworfen habe, ist der Riss verschwunden. Hotdog, es hat geklappt. Na, wer sagt's denn? So, das heißt, wir kehren jetzt zu Merlin zurück. Wir sind hier durch. Jetzt muss ich mal gucken, wo der alte Hund sich rumtreibt. Ach, perfekt. Der war ja direkt hier am Ende, ne? Ne, der ist hier. Sag mal. So, er ist da hinten oben. Hier bin ich. Wir müssen. Ah, du bist schon zurück, Senara. Konntest du einige der Risse auf der Insel schließen? Wir haben ein paar Risse geschlossen. Um Jafar aufzuhalten, braucht es aber mehr als nur Forschungskraft. Sei dir da nicht so sicher. Ich spüre, dass du eine der mächtigsten Magien von allen nutzt. Wir müssen sofort zum Palast zurückkehren. Folge mir! Ja, dann geht's mal los. Da können wir auch laufen, weil der ist eh lahm. Er ist ja nicht so weit weg. Ach nee, oder? Aber wir werden auch so vorbeikommen. Gut. Aber jetzt nehme ich die weg. So, Merlin. Siehst du das denn immer? Der Riss ist schwächer geworden. Er wird vor unseren Augen immer kleiner. Ups. Aha, der Weg ist frei. Vielleicht kann ich mehr Dorfbewohner versammeln, damit wir unsere Forschungskraft nutzen, um andere Risse zu schließen. Während du dich ins Innere begibst, um Jafar ein für alle Mal aufzuhalten. Der Palast wird mit Sicherheit mit Relikten seiner Experimente übersät sein. Geh also mit vorsichtig vor. Die Dorfbewohner mein Freund. Also gib niemals auf. Ja, dann gehen wir mal rein zum ersten Mal in den Palast. Hui! Okay, das sieht interessant aus. Also hier gibt es definitiv Rätsel. Lichträtsel. Aha. Ja gut, das kennen wir aus der Höhle der Wunder ja schon. Boah, wenn ich überlege, das ist schon jetzt ein ganz schön Ticken her, wie wir in der Höhle der Wunder waren. So, ich würde aber gerne die hier wegmachen. Vielleicht ist ja was Schönes drin. Ja, Pustekuchen. So. Okay.
cool. Das ist ja ein einfaches Rätsel. Ah, das ist sogar zeitlich. Ist es zeitlich begrenzt? Oder nicht? Ah, nee, dann kommen wir, sonst kommen wir nicht weiter. Ah. Da ist nichts drin. Was ist das für ein Unsinn? So, was haben wir hier? Okay. Das ist ja lame, dass da nichts drin ist. Aber wir müssen es trotzdem hier, damit wir Platz haben. Oh, hier ist eine Truhe. Okay. Aber was haben wir hier drin? Ah, nur Coins. Okay, interessant. Drehen wir mal. Aha. Und jetzt? Da ist das Ding da hinten. Was ist denn hier? Okay. Muss die beiden in der richtigen Position haben. Aber ich sehe nicht. Ach! Jetzt sind wir wieder hier. Kann ich den wieder nicht drehen. Okay. Den können wir nur drehen. So. Licht kommt von da oben. Ja, aber zeigt das Licht wieder dahin. Also den können wir nur drehen mit der Energie hier. Die können wir auch nicht rausnehmen. Okay. Dreht sich der Spiegel? Ja, er dreht sich, definitiv. Er muss halt da drauf gehen. Ah, jetzt haben wir es. Sehr schön. Okay, den müssen wir jetzt einfach nur drehen, damit wahrscheinlich das hier weg ist, die Tür. Ja. Super, dann haben wir das auch geschafft. Ich frage mich, wie die anderen durchkommen wollen. Oh, wir sind drin. Okay, es gilt hier einige Rätsel zu lösen. Wir machen mal alles weg, was uns im Weg ist. Sicher ist sicher.
Oh, sieht aber schön aus hier drin. So, da müssen wir durchkommen. Oh, die Zeitrisse habe ich gar nicht gesehen. Die Dinger habe ich da gar nicht gesehen hier. Ah. Da ist der Haupteingang. So. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Oh, da ist eine Truhe. Oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was wir eingesammelt haben. Ah ja, sehr schön. Hallo? Ah, den haben wir schon. Schade. Kann ich Jafar nicht einfach meinen Stab an den Kopf werfen? Oder meine Schaufel? Wobei, die Spitzhacke dürfte schwer genug sein. Den müsste ich doch von hier aus treffen können. So, bing. Problem gelöst. Und dann kletter ich über die Kette drüber. Ich stelle mir das so richtig vor, würde jetzt das hier echte Senator sein, mit ihren Kräften, dann würde... Sobald sie da durch die Tür kommen würde und sie sehen würde, was hier abgeht, würde auf einmal der Raum komplett anfangen einzufrieren. Und ich glaube, Jafar wird das nicht lange aushalten. Nicht gegen so wilde Magie wie von einem Einhorn. So, dann haben wir hier das nächste Rätsel. Okay. Ach, das ist wieder so eins. Machen trotzdem mal alles weg, damit wir hier unsere Ruhe haben. Und damit ich hier naschen kann. Okay, hier ist wieder mit einer Batterie. Ich denke mal, den da kann ich schon wieder drehen. Da ist eine Krähe. Okay. Wir haben hier eine... Kochstelle? Hi, du. Rechts, wer bist du? Rechts, Jafar! Komm mal an, wer du bist. Ja, ich bin eine Nervensäge. Eine Nervensäge? Rechts, so nennt mich Jafar. Sag mir, was ich tun soll. Was möchte er, dass du tust? Ja, Hilfe beim Experimentieren. Wie der glänzende Schlüssel. Der Schlüssel? Ich brauche ihn. Wie bekomme ich ihn? Einfach, rechts. Füttere mich, rechts. Okay, der wäre bestimmt was ganz Spezielles. Das schießt den Vogel ab. Ich wollte einen Ersatz für Jago ausbilden, aber stattdessen habe ich diesen lästigen Nervensäge am Hals. Er weigert sich, mir bei meinen Experimenten zu helfen. Er hat sogar angefangen, meine Geräte und Artefakte zu stehlen und weigert sich, sie zurückzugeben. Wenn ich ihn nicht füttere. Und sein Geschmack ist seltsam. Er will nur Gerichte mit frischem Gemüse und verfaulten Meeresfrüchten. Ah, der Gestank ist widerlich. Okay. Okay. Aber wir gucken erstmal, was es hier mit auf sich hat. Ah, wir können eh nicht. Weil uns fehlt die Batterie. Wenn ich jetzt hier rumdrehe, dürfte keine Batterie drin sein, oder? Ja, muss ich doch. Das bringt uns also nichts. Wir können nichts machen. Gut. Und hier fehlt ein Hebel. Okay, haben wir denn dafür ein neues Rezept bekommen? Nein.
frischen Gemüse und verfaulten Meeresfrüchten. Die sind halt alle nicht verfault. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Wir nehmen mal von jedem eins. Wir nehmen von jedem eins, dann drehen wir hier die Uhr. Und wir nehmen eine davon, weil, obwohl der Fisch, nee, der Fisch, der kann nicht, es heißt Meeresfrüchte. Will er jetzt beides oder will er jetzt nur einen? Wir machen mal beides, vorsichtshalber. Mal sehen, ob es was bringt. So, einmal. Schauen wir doch mal. Vogelfutter. Ah, neues Rezept. Ich würde sagen, wir haben das Richtige. So, mein Freund. Hi. Besser als Schafars essen. Glänzendes Ding. Hier, krächzt's. Oh, supi. Hey, das ist nicht der Schlüssel. Krächzt, nö, ha. Finde den Schlüssel, krächzt. Schau mal, wo das glänzende Ding hinpasst. Ich weiß, wo es hinpasst, mein lieber Freund. Ich weiß es. Das war jetzt nicht sonderlich schwer, das Rätsel, sage ich ganz ehrlich. Kann ich jetzt den drehen oder muss ich da wieder die Zeit für umdrehen? Ja, muss ich. So, einmal. Reicht das? Nein, reicht natürlich nicht. Ich glaube... Guck mal, die glänzende Seite dürfte das sein. Jetzt müsste es aber reichen. Bingo. Hallo, Schlüssel. Da ist ein Hebel. Was ist, wenn ich eigentlich nochmal das Vogelfutter herstelle? Ich probiere es mal nochmal. Würde gerne nochmal Vogelfutter herstellen, ob wir dann einen Hebel kriegen. Wir können es ja immer noch entsorgen. So, einmal. So, wir probieren es nochmal. Rezepte? Macht er nicht. Okay, eins, zwei, drei, vier. Und wir haben Vogelfutter wieder bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Kriegen wir von ihm noch was? Wir können ihn nicht mehr ansprechen. Ah, das ist ärgerlich. Das bringt vier... Igittigit! Okay. Ich hatte jetzt gehofft, wir können ihn ansprechen, damit wir da unten rein können, weil... Da ist ja noch eine Tür mit dem Hebel. Ich werde jetzt nochmal trotzdem versuchen, den anzusprechen. Nee, geht nicht. Ist hier irgendwo was, was wir benutzen können? Nee. Leider nicht. Schade. Hier muss es einen Hebel nämlich dazu geben. Hier ist was hinter. Definitiv. Gut, dann gehen wir mal Richtung Jafar. Vielleicht kriegen wir dann den Hebel. Ah, hahaha. Oh, nee. Ich habe mich noch gar nicht im Raum richtig umgeguckt. Ne, hier ist nichts. Definitiv nicht. Nein, hier ist nichts. Schade. Gut, machen wir wieder in die andere Richtung. Ja. Weil hier muss definitiv ein Hebel rein.
Okay. Mehr können wir jetzt leider nicht machen, wenn ich das so richtig sehe. Es wäre schön natürlich, wenn wir den Hebel finden würden. So, Schlüssel. So, mein lieber Jafar. Da, da. Ach nee. Okay, wir müssen den Zeitriss betreten. Jetzt kommen wir in die andere Welt. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Oh, warte mal. Oh, das ist Steamboat Willys Schiff. So, erforsche die mysteriöse Insel. Wir haben einen Realm. Okay, können wir hier irgendwas aufheben? Hier kommen wir durch. Okay, das ist das Schiff von Steamboat Willy. Das heißt, hier müsste... Oh, warte mal. Ne, da ist nichts. Ich könnte mir vorstellen, dass da oben was ist. Aber wir werden trotzdem hier mal alles wegmachen, vorsichtshalber. Da ist Mickey. Oha, da ist was. Oh, cool. Oh, warte mal. Da fällt mir gerade ein. Ich weiß, dass das war... Das war die Laterne. Das heißt, hier sind noch andere Sachen. Das heißt, hier müssen noch andere Sachen sein. Der Hotdogwagen? Wir müssen die Sachen eh finden. Ha! Da ist die Kamera. Okay. Kann ich mit der anfangen? Okay, schwätzen wir erstmal mit Mickey. Mickey, bist du das? Senna? Ja, ich bin's. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich bin auch froh, dich zu sehen. Ich habe nicht erwartet, einen Freund zu sehen, nachdem ich durch das Portal gegangen bin. Was ist passiert? Weißt du noch, wie ich ständig schwarz und weiß geflackert habe und die Welt um mich herum auch flackerte? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich geblinzelt und als ich meine Augen öffnete, war ich hier und jetzt kann ich nicht mehr nach Hause. Warte mal kurz, du bist auch schwarz-weiß. Es hat was mit dieser Insel zu tun. Ja, es scheint, als würde dieser Ort in der Vergangenheit feststecken. Mickey, wir müssen hier weg. Jafar versucht, die gesamte Insel der Ewigkeit zu übernehmen. Es muss einen Weg geben, diesen Ort zu durchqueren und Jafars Thronsaal zu erreichen, damit wir ihn aufhalten können. Du hast recht, Senara. Hey, vielleicht gibt es hier irgendwo etwas, das uns helfen kann. Ich habe da drüben etwas gesehen, das wie ein alter Projektor aussieht. Ja, den können wir jetzt, wahrscheinlich können wir den jetzt erst nehmen. Yep. Ja, gut, wir haben jetzt, ach, das Futter ist weg von dem. Okay, das hat er geklärt. Jetzt muss man überlegen, wir haben das gehabt, was fehlt uns noch? Ach, Gaston. Gaston, was hatte der nochmal gebastelt gehabt? Das hat man aber mit das Gaston gebastelt gehabt. Oh, nee. Mir fällt's nicht mehr ein. Was habe ich mit Gaston gebastelt? Okay, dann gucken wir mal. Vielleicht hilft uns das ja. Bitte sehr. Hey, es ist ein alter Filmprojektor. Du hast recht. Ich glaube, das ist der Projektor, den ich mit Eve und Molly gebaut habe. Wie ist der hierher gekommen? Geil. Es muss da einen Weg geben, wie er uns helfen kann. Hm.
Lass uns nachdenken. Sag mal, hast du versucht, ihn einzuschalten? Ich drücke einfach auf diesen Knopf hier. Wow, hast du das gesehen, Senna? Der Projektor hat ein Loch in den Himmel gerissen. Und schau mal, was auf der anderen Seite ist. Jafars Thronsaal. Aber wie kommen wir da hin? Ich habe noch eine Menge anderen Müll auf der Insel entdeckt, den wir vielleicht gebrauchen können. Tolle Idee, wie können wir... Ich mag deine Denkweise. Wir müssen uns nur etwas in den Kopf setzen. Dann können wir alles erreichen, wenn wir zusammenarbeiten. Ich werde die Insel absuchen. Sag mir Bescheid, wenn du etwas entdeckst. So, wir haben zwei weitere. Ja, aber wo ist der dritte? Wo ist der letzte? Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Das hat was mit dem Angeln zu tun hier. Ach Mist. Okay, das war nur Müll und Erinnerung. Oh, cool. Oh, haben wir hier noch? Da ist noch. Muss was mit dem Angeln zu tun haben. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ah, Mensch. Ein Schlüssel? Okay, wofür brauche ich einen Schlüssel? Ist noch was? Wir können aber zwischenzeitlich mal wieder was Süßes futtern. Oh, das ist aber fies hier. Aber die Musik ist so cool. Toontown-mäßig. Weiß gar nicht, gibt es Disney in Disneyland Toontown noch? So, wieder nur Müll. Okay, wofür brauchen wir einen Schlüssel? Nee, also damit hat es nichts zu tun gehabt. Aber den Schlüssel haben wir gebraucht, den brauchen wir wahrscheinlich auf jeden Fall. Aber wo ist das letzte Teil? Ne, da kommen wir nicht hin. Die Muscheln können wir nicht aufsammeln. Warte mal. Ist hier vielleicht irgendwas? Ne, da kommen wir nicht weiter. Okay, ein Teil fehlt uns noch. Ich versuche nochmal das Zeitdinge. Nee. Vielleicht irgendwo vergraben. Obwohl, wir haben eben gerade was ausgegraben. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass noch was ausgegraben ist. Was haben wir denn? Wir haben den Wagen, wir haben die Laterne. So groß ist die Insel doch gar nicht. Ach, das ist der Riss. Hier ist der Ausgang, der bringt uns nichts. Aber bin ich jetzt total bescheuert? Komme ich denn hier irgendwo hin? Weil wir wissen ja, auf einer Insel
Das war, glaube ich, die von... War das die von Vajana oder von Ariel? Nee, bei der Ariel. Konnten wir über einen Wasserweg woanders dahin gelangen. Aber hier scheint das nicht so der Fall zu sein. Okay. Ist das letzte Teil? Bin ich jetzt blöd? Müsste doch auch glitzern. Okay, machen wir das mal anders dann. Aber das wird mir jetzt zu doof. Ich werde mir jetzt doch mal Hilfe gönnen. Google. Nein, danke. Dreamlight Valley. Wie heißt es nochmal? Die Quest jetzt und die Vergangenheit. Ups. Jetzt und in die Vergangenheit. So, dann gucken wir mal. Weil irgendwie... Was ist denn das für ein Unsinn? Da möchte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Na doch, geht. Nee, das nicht. Bilder. Schauen wir doch mal. Super. das bringt ein Müll. Gut, gucken wir hier. Gucken wir, ob wir hier was haben. Ne, das ist alles nichts. Nee. Gut, da finde ich jetzt so nichts. Also nichts unter dem. Ach, ich bin blöd. Oh Mann. Hier ist eine Höhle, die habe ich gar nicht gesehen. Oh, ja, jetzt dafür ist nämlich der Schlüssel gedacht. Oh Mann. Na siehste, hat doch geklappt. ich hätte einfach nochmal richtig gucken müssen. Bitte sehr. Kim, stimmt, der hat ja die Flaschen, das Buddelschiff gebaut. Das ist so seltsam, all diese Dinge, das sind... Die Dinge, die ich mit Gastor, Rapunzel und dir gemacht habe. Hm, das ist seltsam. Warte mal. Was hat Merle über die Magie des Funkens gesagt? Bei der es nur um die Forschungskraft geht? Vielleicht ist das der Schlüssel, um hier zu verschwinden. Das ist der Schlüssel zu allem. So können wir Jafar besiegen. Es geht nicht darum, stärker oder schlauer oder gerissener zu sein oder irgendetwas davon. Es geht darum... unsere Forschungskraft zu nutzen, um uns gegenseitig zu helfen. Es scheint, als wäre das eins, wofür Jafar seine Forschungskraft einsetzt, die Suche nach Wegen, um Macht zu erlangen. Vielleicht ist das der Grund, warum er die Magie des Funkens nicht nutzen kann. Yep. Dann lass uns die Köpfe zusammenstecken und kreativ werden. Was denkst du, was wir damit herstellen können? Eine Art Flugmaschine? Eine Flugmaschine? Das ist eine tolle Idee. Wir können in Gastons Schiff sitzen... die Laternen von Rapunzel an der Spitze befestigen
Und es wie ein Heißluftballon benutzen. Und meinen Hotdog-Warm nutzen wir für die Hitze, um den Ballon anzutreiben. Das ist eine tolle Idee. Oh, danke. Da sieht man mal wieder, was man mit ein bisschen Forschungskraft alles anstellen kann. Sieht so aus, als hätten wir viel zu tun, um das Ganze auf die Beine zu stellen. Legen wir los. Ach, guck mal hier. Cool. Ist das geil. Wir kommen, Jaffa. Und vor allem mit den Geräuschen. Die Geräusche. Ja. Was? Upsi! Und jetzt, Jaffa? Ich grüße dich unter. Was? Wie bist du meiner Falle entkommen? Ich habe meine Fantasie benutzt. Nun, das spielt keine Rolle. Es ist viel zu spät, mich aufzuhalten, denn endlich habe ich die Magie des Funken entschlüsselt. Nein, hast du nicht. Jetzt habe ich unendliche Macht. Alles, was ich mir jemals vorstellen konnte, ist in meiner Reichweite. Psst, denk dran, Sayonara. Du kannst ihn aufhalten. Du musst nur deine Fantasie benutzen. Das ist alles nur, damit du so viel Macht wie deinen Flaschengeist hast, oder? Du bist viel zu besessen von Flaschengeistern. Das ist Unsinn. Mit der Kraft des Funkens bin ich mächtiger geworden als jeder Flaschengeist. Ja, aber du bist wirklich... Ja, aber du bist kein wirklicher Flaschengeist. Wow, das muss dich ärgern. So nah und doch so fern. Pah, wenn ich wollte, könnte ich ein Flaschengeist werden, indem ich es einfach sage. Jafar, du bist schon mal auf diesen Trick reingefallen, okay? Genau, das bezweifle ich. So eine Frechheit, es ist verbrannt. Ich visualisiere es und jetzt bin ich der mächtigste Flaschengeist des Universums. Dir fehlt noch eine Sache, die jeder Flaschengeist braucht. Bitte was? Eine Lampe, in der du leben kannst, natürlich. Eine Lampe? Wie lästig. Was nützt mir eine Lampe, wenn ich schon alle Macht habe, die ich brauche? Oh, einfach so, ja. Wenn du ein Flaschengeist bist, wo ist dann deine Lampe? Wenn es dich beruhigt, werde ich mir die schönste Lampe herstellen, die man sich vorstellen kann. Mach dich bereit. Warte einen Moment. Was passiert hier? Funktioniert jedes Mal. Nein, wie kannst du es wagen? Das wirst du bereuen. Es funktioniert echt jedes Mal. Gut gemacht, Senora. Das war sehr clever, Jafar dazu zu bekommen, sich selbst als Genie in einer Flasche vorzustellen. Der Funke ist sicher. Richtig. Aber wir haben immer noch ein Problem. Ich sehe immer noch so aus. Vielleicht kann der Funke helfen. Das hoffe ich sehr. Geh und nimm die Lampe. Dann holen wir uns den Funken und verschwinden von hier. Einmal Lampe. Einmal Funken. Gott, hust, hust. Sprich mit Merlin in Jafars Palast. Okay, da hinten ist der Merlin. Und diesmal ist es der richtige Merlin. Haben wir die Lampe im Inventar? Oh Mann, dass das wieder funktioniert hat, das ist so geil. Jafar, so intelligent bist du doch nicht. Du bist hier. Sanoa, du hast es geschafft. Du hast den Funken der Forschungs... Das hört sich nicht mehr. Das passt nicht zu Merlin. Jafar! Merlin! Gott, ich bin doof. Sayonara, du hast es geschafft. Du hast den Funken der Forschungskraft. Und was ist mit Jafar passiert? Ich habe ihn mit einem Trick dazu gebracht, sich in dieser Lampe einzuschließen. Er ist wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Das ist großartig, wie einfallsreich von dir. Jetzt müssen wir entscheiden, was wir mit dem Funken machen. Äh...
möchte ihn nutzen, um den Tal zu helfen. Das ist in der Tat ein schönes Ziel, aber ich fürchte, dass eine so große Macht auch denjenigen korrumpieren kann, die die besten Absichten haben. Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Gib ihn Scheilen, er frisst ihn. Ja, das kann Scheilen machen. Er kann die Energie von magischen Gegenständen in seinen... Wenn er seine Endform sozusagen erreicht hat, sprich nachdem er Edlin gerettet hat, seine volle Macht entfaltet, kann er andere Energien einfallen, sich aufsaugen. Auch wenn es für ihn vielleicht nur ein Mitternachtssnack wäre. Es gibt da schon etwas, was wir tun können. Was? Den Funken teilen mit allen. Die Macht ist zu groß für eine Person, um sie in den Händen zu halten. Aber wenn man ihn mit dem ganzen Tal teilt, kann er ein bisschen Magie in den Tag eines jeden bringen und stellt für niemanden eine Gefahr dar. Jeder gewinnt, ich bin sofort dafür. Ganz genau. Die Dinge, die wir gemeinsam erschaffen, die Dinge, die Ideen, die wir teilen. Es sind die einzigen Dinge, die stärker sind als der Lauf der Zeit. Freundschaft, Liebe und Kreativität sind das, was wirklich für die Ewigkeit hält. Es ist paradox, nicht wahr? Wir können nur behalten, was wir verschenken. Ja, paradox. Ich liebe Paradoxen. Star Trek, Doctor Who. Also gut, wie machen wir es? Behalte den Funken in der Hand und ich wünsche dir von Herzen, dass du ihn mit dem ganzen Dreamlight Valley teilen kannst. Es gibt nur eine Sache, die ich zuerst damit machen muss. Mach dir keine Sorgen, es ist nicht für mich. Ich muss einem Freund helfen. Ich werde alle sofort versammeln. Wir treffen uns vor dem Palast. Danke, sehr freundlich. Wir holen Jafar wieder raus. Wir holen Jafar wieder raus. Da wette ich mit dir. Da ist der Funken. Oh, Mickey. Nee, wir helfen Mickey. Ja, Mickey ist wieder Mickey. Wuhu. Stupendous. Oh, wir haben es geschafft. Rift in Time ist durch. Cool. Wir haben A Rift in Time durchgespielt. Oh, wir haben das Schiff gekriegt. Oh, es ist toll. Ja, jetzt haben wir, letztes Jahr haben wir die Sache mit dem Vergessen abgeschlossen. Ja, dieses Jahr haben wir A Rift in Time abgeschlossen. Ich bin mal gespannt, was Dreamloft noch alles bringen wird. Ich gehe mal davon aus, dass nächstes Jahr oder Ende des Jahres noch ein neues DLC angekündigt werden wird mit einer neuen Story. Da bin ich mal gespannt, wohin es dann uns verschlägt. Wir haben ja noch so einige Bösewichte vor uns. Ich könnte mir vorstellen, dass wir eventuell Richtung New Orleans gehen, weil wir jetzt Tiana erhalten haben zum Ende des Jahres. Fast Ende des Jahres. Wir haben ja noch September. Es sind ja noch ein paar Monate. So drei. Ein Viertel des Jahres haben wir noch vor uns. Weil da könnten wir den Bösewicht von da bekommen. Den Doktor. Oder was könnten wir noch bekommen? Wir haben Ursula. Wir haben die Mutter Gothel. Jetzt haben wir Jafar im Endeffekt. Den werden wir jetzt auch wahrscheinlich freischalten können. Was fehlt uns noch an Bösewichten? Ja gut. Scar haben wir auch. Maleficent fehlt uns. Die könnte auch noch reinkommen. Die böse Königin könnte auch noch reinkommen. Wobei ich mich eher freuen würde, wenn Maleficent kommt. Das wäre so genial. Joa. So, wie viele Minuten, ne? Sehe ich jetzt nicht. Ich hätte auf den...
lassen wir mal bis zu Ende laufen. Also es wird noch viel zu überlegen geben. Also ich bin mal wirklich gespannt, was sie bis Ende des Jahres uns noch zeigen. Also wenn man überlegt, wie viele Leute hier mitgespielt haben, es ist, also wie viele Leute da mitgearbeitet haben, ist schon krass. Aber gut, die arbeiten ja komplett auch an... Ah, hier, Musikkommission. Schönen Dank an die zwei für die tolle Musik. Ach, guck mal, Ariel ist auch mit dabei. Auch wenn es ein bisschen... Sind schon ein paar interessante Namen dabei. Ach, eine Claire. Ist sie aus Jurassic World hier rübergekommen. Eva. Naja, also ich bin echt mal gespannt, was auf uns noch wartet. Wir haben wirklich so viel noch, was wir vor uns haben können. Selbst wenn wir nicht einen der Bösewichte aus den bis jetzigen Disney-Filmen bekommen. Man hat ja mit dem Vergessen ja auch einen eigenen Bösewicht für dieses Spiel erschaffen. Naja, Bösewicht in Anführungszeichen, die ist ja eigentlich nicht böse. Die war einfach nur fehlgeleitet. Es sind eigentlich sehr viele Böse, sind komisch. Boah, ist aber doch ganz schön viel hier. Komisch, ich dachte, wir stehen vor dem Palast. So, sind wir dann durch langsam? Okay, jetzt kommen erst noch die Sprachen. Dann klinke ich mich mal kurz hier aus und wir sehen uns nach dem Abspann wieder.
Okay, ich glaube, wir wissen, worum es als nächstes geht. Definitiv. Ah, oh, Maleficent und Hades. Wuhu. Ja, das war Dreamlight Valley, A Rift in Time. Und ja, ich bin begeistert davon. Ich bin mal jetzt eigentlich gespannt, wie kriegen wir denn eigentlich den lieben Jafar? Wie kriegen wir eigentlich den lieben Jafar? Wir müssen den ja auch bekommen. Wir haben noch die Lampe. Er ist ja schon vorhanden. Schließe Freundschaft. Okay, gut, ich würde sagen, das machen wir das nächste Mal. Die Folge ist schon lang genug. Der Abspann hat jetzt locker mal so 5, 6, 7 Minuten gedauert, wette ich drum. Ja, ist schon interessant, dass auch 5 Kinder während der Zeit geboren worden sind. Und, also während dem das Spiel hergestellt, gemacht worden, das DLC. Und natürlich, dass man die Kollegen aus der Ukraine so unterstützt, verbal. Ja, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ja, dann würde ich sagen, war es das für die Folge mit Rift in Time. Wir werden dann in Zukunft, denke ich mal, wieder normal weitermachen und uns drauf freuen, bei diesem Spoiler am Ende, dass wir uns auf Maleficent und Hades freuen können. Das dürfte ein Krieg ohnegleichen werden. Die zwei sind nicht ohne. Hades als Gott und Maleficent als dunkle Fee. Oh, da freue ich mich schon tierisch drauf. Ja, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. So plump einfach dahingesetzt vor mir. Kleines Monster, ne?